Hallo bei Fine Voices. Ich bin Judith Steinhäuser und ich lese heute für euch oder für Sie von der Martina Kempf die Einkehr zum tödlichen Frieden. Also eine Frau, so ungefähr mein Alter, das könnt ihr mal raten, die kehrt in die Eifel zurück, wo sie angeblich herkommt, sucht ihren Bruder, den sie bisher noch nicht kennt, und findet ihn leider tot. Also zack, Schädel gespalten. Und jetzt geht's natürlich darum, wer hat den Mord? Und da passieren ja noch ganz viele Morde, aber ich will gar nicht alles verraten. Mich hat das schon gereizt, weil so eine taffe Frau, die so irgendwie im Leben steht und sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, das finde ich klasse, sag ich, die muss ich haben, die muss ich lesen. Also da gibt's eigentlich zwei, aber den einen, den finde ich richtig klasse. Und zwar ist das ein Zitat von Kaiser Wilhelm II. Und der hat gesagt, welch ein wundervolles Jagdrevier. Nur schade, dass hier Menschen leben. Es werden aber immer weniger. Den finde ich klasse. Also ich als Berlinerin. Ja, bitteschön. Fine Voices. Große Stimmen lesen.